Wie finden Sie Jean-Claude Juncker? Frage. Wenn er nüchtern ist? Hallo. Was ist das jetzt? Warum machen Sie das? Warum machen Sie das jetzt? Weil der Mann schon sehr peinlich ist, das muss man einfach sagen. Und uns fällt Ihnen etwas Gutes ein, was Jean-Claude Juncker in den letzten Monaten gemacht hat? Ach, nicht so wirklich. Mir fällt was ein. Ja. Und zwar was echt Relevantes. Wird nie drüber gesprochen. Aha. Ich bei Ihnen bedanken, Ihre Arbeiterinnen Herr Kühnert, und Arbeiter. Sie sind rhetorisch wirklich brillant. Ich bin völlig inhaltlich begeistert. Inhaltlich auch. Das ist das Schöne. Worauf? Inhaltlich. Herr Kupferwesen. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den Inhalten. Also Sie versuchen mich jetzt zu nageln für Dinge, die die AfD nicht liefern kann. Also die AfD ist 6 Jahre alt und von der AfD erwarten Sie Lösungen. In wie vielen, seit 1998 war die SPD wie lange in der Regierungsverantwortung? Sie kritisieren diese Sachen, die Ihre Partei selbst verursacht hat. Und Sie stellen jetzt Lösungen in den Raum. Meine Partei ständig. Sie stellen Lösungen in den Raum, die jetzt erarbeitet wurden. Jetzt verabschiedet man sich auf einmal von Hartz IV. Jetzt, wo ein Wasser bis zum Hals steht, wo man vielleicht die Gefahr gesteht, bald nur noch einstellig zu sein, verabschiedet man sich jetzt von Hartz IV, macht tolle Pläne, malt wieder die Legende von der sozialen Gerechtigkeit auf, wird die SPD seit 150 Jahren macht. Es glaubt Ihnen kein Schwein mehr. Kommt zurecht. Es gibt die Linken und die Grünen, die eine glaubwürdige Politik machen. Der SPD, sorry, glaubt kein Schwein mehr irgendetwas. Schöne Runde, ganz ungewöhnliche Runde. Ich freue mich sehr auf diesen Schlagabtausch. Kevin Kühnert, erste Frage an Sie. Was beschäftigt Sie im Moment mehr? Klimademos, Friday for Future oder der Mietwahnsinn in den Metropolen dieses Landes? Ich bin Berliner, insofern beschäftigt mich der Mietwahnsinn schon ein bisschen länger aus eigener Betroffenheit quasi. Sie wohnen zur Miete? Zur Miete, so wie 85% der Menschen in Berlin zur Miete wohnen und die das alle gleichermaßen im Moment betrifft. Also das ist ein Dauerbrennerthema. Der Klimawandel ist es ganz genauso, aber das haben wir alle mitbekommen. Er ist in den letzten Monaten noch mal ganz besonders durch diese Fridays for Future Demos in Erinnerung gerufen worden. Und das Spannende daran ist ja, Sie hatten letzte Woche Luisa Neubauer hier auch zu Gast, dass da ja nichts anderes passiert, als dass Politikerinnen und Politiker erinnert werden an die Beschlüsse, die sie selber herbeigeführt haben. Da kommt ja nicht eine revolutionäre Bewegung, sondern da kommen Leute und sagen, wir haben euch noch mal eure eigenen Papiere mitgebracht. Es wäre schön, wenn ihr danach handelt. Ja. Also was ganz Spannendes, was im Moment politisch da abläuft. Gibt aber auch Parteien, die sagen, und da kommt jetzt Guido Reil ins Spiel, die sagen, wir bezweifeln, ich habe das hier, aber wir bezweifeln aus guten Gründen, dass der Mensch den jüngsten Klimawandel, insbesondere die gegenwärtige Erwärmung, maßgeblich beeinflusst hat oder gar steuern könnte. Was sind das für gute Gründe, Herr Reil? Also erstmal bin ich Ihnen sehr dankbar, dass ich tatsächlich heute mal mit dem größten politischen Talent der SPD ins Gespräch kommen darf. Das freut mich tatsächlich. Und tatsächlich das heißt, Sie treten bald wieder ein, heißt das? Oder? Ich sage, dass Kevin Kühnert tatsächlich für mich das größte politische Talent der SPD momentan ist. Und Sie haben recht mit Ihrer Anmoderation. Viele seiner Analysen teile ich 1:1. Und die No-GroKo-Kampagne war ganz großes Kino, da muss man ganz ehrlich sagen. Das war super top. Okay, das war aber nicht meine Frage, Herr Reil. Meine Frage war, wie kommen Sie auf die Idee, dass man den Klimawandel aus guten Gründen bezweifeln kann? Was sind diese guten Gründe? Also, weil wir tatsächlich glauben, dass es wissenschaftlich nicht einen einzigen Beweis gibt, dass CO2 irgendwie zum Klimawandel beiträgt. Also, einen Klimawandel gab es schon immer. Vor 800 Jahren war Grönland grün. Der Klimawandel sich immer und ständig. In den 50er und 60er hatten wir eine kleine Eiszeit. Vor genau 30 Jahren, 1989, haben die Zeitungen noch getitelt, wir erleben bald sogar eine richtige Eiszeit. Da haben wir ganz viel Sorgen gehabt. Mhm. Also der Klima wandelt sich, aber welcher Einfluss Menschen tatsächlich darauf haben und welcher Einfluss CO2 darauf hat, ist wissenschaftlich in keinster Weise bewiesen. Wieso sagen Sie das so dezidiert, so klar? Also haben Sie Leute, die sagen, Wissenschaftler, ernstzunehmende Leute, die sagen, da gibt es gute Gründe daran zu zweifeln. Das kann man, diese es Kausalität gibt, tatsächlich gibt es nicht. Gute Wissenschaftler, die das Beispiel, sagen. Nennen Sie einen Namen. Also das Klimathema ist jetzt nicht mein Thema. Ich bin Bergmann. Ich kann Ihnen was über Kohle erzählen. Ja. Aber ganz grundsätzlich. Hängt ja damit zusammen. CO2, aber das habe ich schon verstanden, selbst in der Grundschule. CO2 ist gut für Pflanzen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn es mehr CO2 gibt, in den letzten Jahrzehnten gab es mehr CO2, es grüner wird auf der Welt. Das ist bewiesen. Aber ob das unbedingt was Schlechteres ist, also das möchte ich jetzt nicht so sagen. Also grün finden wir erstmal grundsätzlich gut. Aber Sie wollen doch für die AfD wollen Sie doch nach Brüssel, ins Europaparlament. Ja. Da stehen große Dinge auf der Agenda. Da geht es genau auch um diese Frage. Das ist eine existenzielle Frage. Deswegen zitiere ich gerade aus diesem AfD-Programm. Also beschäftigen Sie sich nicht wirklich damit? Also, selbstverständlich. Also CO2 kann ich Ihnen sagen, 0,038%. Die Atmosphäre besteht aus CO2. Ja. Der menschgemachte Anteil ist 4%. Also gelesen habe ich das, Herr Lanz. Sie haben es gelesen, aber es ist Ihnen offenbar... Ich bin kein Physiker, Entschuldigung.
Ich bin Bergmann. Naja gut, aber es gibt ja ein paar Sachen, die kann man ja relativ einfach ablesen. Also natürlich hat sich das Klima in der Geschichte dieser Erde immer wieder gewandelt. Es hat sich nur meistens über Jahrtausende hinweg so schnell gewandelt. Ne? Das, was wir im Moment erleben, hat sich in 150 Jahren vollzogen. Die 10 wärmsten Jahre seit der Klimaaufzeichnung, also seit 120, 130 Jahren, von denen haben 9 in den letzten 20, 25 Jahren stattgefunden. Das kann man jetzt natürlich alles als Zufall abtun und als gaußsche Normalverteilung. Aber in der Praxis sind das doch Hinweise darauf, dass wir im Moment hier einen Wandel erleben, weil wir eben mehr CO2 als den, der natürlich produziert wird, durch Industrie und Ähnliches in die Umwelt hineinblasen. Und da kann eben nicht mehr alles über Photosynthese abgebaut werden. Und das sind einfache Zusammenhänge, für die musste ich auch nicht Physik oder Chemie studieren, sondern da hat mir der Besuch der Schule eigentlich gereicht. Also wenn wir von dem letzten Jahr im letzten Jahr hatten wir tatsächlich einen Jahrhundertsommer. Da war es extrem warm. Aber wenn wir von diesem Sommer absehen, hat es in den letzten 10 Jahren eigentlich um 0,1% gesenkt der Temperatur in Deutschland gegeben. Wie kommen Sie darauf, Herr Reil? Also die Wetteraufzeichnungen, die ich kenne, sagen alle, wir hatten die letzten 10 Jahre waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Das letzte Jahr, nicht die Jahre davor. Nein, die letzten, nicht wirklich die letzten 10 Jahre. Wir haben es wird feuchter und es gibt mehr Stürme. Das sind tatsächlich auch das Dinge, ist richtig, die man beobachten kann. Ja, es gibt mehr Stürme, es wird feuchter. Ja. Aber nicht wirklich wärmer. Bis auf diesen Sommer. Das heißt, Sie negieren das einfach, Sie ignorieren das einfach und sagen, das findet jetzt so nicht statt. Also seit 1850 ist es fast überhaupt nicht wärmer geworden. Also seit 1850 wird, glaube ich, gemessen, halbwegs professionell. Ja. Wie viel wärmer ist es geworden seit 1850? Sie haben die Zahlen auch bestimmt. Ich kann Ihnen nur sagen... Immer um 15 Grad. Um 15 Grad. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das persönlich glaube, was Klimawissenschaftler rund um die Welt immer wieder feststellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gut daran tun würden, wenn wir diese wirklich existenzielle Herausforderung alle gemeinsam annehmen würden und würden sagen, pass auf, daran drehen wir jetzt mal wirklich was. Mhm. Ist das Teil sozusagen auch des politischen Konzepts der AfD, dass man sagt, auch an dem Punkt, wir sind einfach per se erstmal dagegen. Wir sagen, das gibt's einfach nicht. Wir sind einfach ein bisschen kritischer. Wir glauben Dinge nicht so einfach. Wir hätten Dinge ganz gerne wissenschaftlich bewiesen. Es geht ja nicht um Glauben, es geht ja um Fakten. Genau, um wissenschaftlichen Beweis, habe ich ja gerade gesagt. Und es gibt tatsächlich keinen wissenschaftlichen Beweis, welchen Einfluss CO2 aufs Klima hat. Gibt es einfach nicht. Sie akzeptieren ihn nur nicht. Das ist der Unterschied. Ja. Also das gibt es schon. Natürlich gibt es Beweise dafür. Das Max Planck Institut hier in Hamburg. Es gibt jede Menge Wissenschaftler, die ganz anders sehen. Der Name von Storch sagt Ihnen was. Ja. Nicht Beatrix von Storch, ich meine den Klimaforscher von Storch. Aber auch die Beatrix, die ja so verspottet wird, hat tatsächlich die Theorie, dass unser Wetter irgendwas mit der Sonne zu tun haben könnte. Also ich finde diese Theorie sehr einleuchtend, dass unser Wetter irgendwas mit der Sonne zu tun haben könnte. Aber nochmal, die 10 wärmsten Jahre haben alle in den letzten 12 Jahren stattgefunden. Aber nicht in Deutschland. Also weltweit. Klima und Wetter macht nicht an Ländergrenzen Stopp. Also da weltweit. Bringt Ihnen auch eine Mauer oder ein Stacheldraht nicht mehr. Jan Haft, Naturfilmer, viel unterwegs auf der Welt, auch in kälteren Gefilden, wahrscheinlich in Nordgrönland und auch in Nordnorwegen. Was sind Ihre Erkenntnisse und auch Ihr Gefühl, Ihre Beobachtungen? Was man sieht, ist, dass es schmilzt, wenn man nach Norden fährt. Was man sieht, ist hier bei uns, dass sich Tierarten breit machen, die es wärmer brauchen. Also die Insektenwelt insgesamt, könnte man ja fast schon ketzerisch sagen, profitiert vom Klimawandel, weil viele Insekten einwandern. Jedes Jahr werden in der wissenschaftlichen Literatur neue Insektenarten publiziert, die es zum ersten Mal in Deutschland gibt, also die zum erstmal gefunden werden. Das ist ein Beleg dafür, dass es wärmer wird. Jetzt stelle ich natürlich persönlich nicht fest, ist es ein Grad wärmer im Durchschnitt als in meiner Kindheit. Aber ich sehe diese Zeichen und ich sehe, dass so und so viele tausend Klimaforscher eine Meinung haben. Und selbst wenn ich jetzt selber sage, ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin kein Klimatologe, neige ich persönlich dazu, diesen vielen tausend Klimaforschern Glauben zu schenken, weil ich nicht glaube, dass sie alle korrumpiert sind oder dass sie alle für irgendjemand arbeiten, der da irgendwie was davon hat. Und wenn auch nur der Verdacht, wenn auch nur der begründete Verdacht besteht, dass wir Menschen schuld sind daran, dass eine starke Erwärmung auf der Erde stattfindet, für die ich Indizien sehe, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, dann reicht mir persönlich das ehrlich gesagt aus, dass ich für die Klimademonstration am Freitag bin und dass ich finde, dass man viel dran setzen sollte, da eine Bremse reinzuhauen, selbst wenn es umsonst wäre. Ich würde gerne, Herr Reil,
ein bisschen was versuchen zu erfahren, auch im Zusammenspiel mit Ihnen beiden, was sozusagen die Antworten auf drängende Fragen auch der Alternative für Deutschland sind. Miete zum Beispiel. Was ist Ihr Konzept gegen das, was wir gleich eingangs der Sendung besprochen haben? Was ist Ihre Idee, die AfD-Idee? Da wird von Enteignung gesprochen und viele andere Begrifflichkeiten, die plötzlich wieder im Raum stehen. Was ist Ihre Idee, dagegen was zu tun? Also, dass wir keine Freunde von Enteignung sind, können Sie sich ja vorstellen. So, dann muss man sich mal angucken, woran liegt es? Warum sind die Mieten gestiegen? Ein Faktor ist mit Sicherheit die Nullzinspolitik der EZB. Und dass wir da ein Problem mit haben, wissen Sie ja. Also der Immobilienmarkt ist völlig aufgeblasen worden, weil die Menschen nicht mehr wissen, wo sie mit dem Geld hin sollen. Deswegen kaufen sie Wohnungen. Deswegen sind die Preise total explodiert. Dann auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Das sind eigentlich die Mietnebenkosten. Die Mietnebenkosten sind ja mittlerweile fast genauso hoch wie die Mieten. Und da spielen Strompreise eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben fast die höchsten Strompreise der Welt. Wir haben extrem hohe Strompreise, ist richtig. Ja. Also nochmal, was ist die Idee? Wie gehen wir das konstruktiv an? Die Analyse ist ja in vielen Teilen richtig. Ja. Also was ist die Idee? Was ist die Idee der AfD? Also grundsätzlich finden wir als sinnvoll, dass man mal langsam wieder Zinsen bekommt, dass wir aus der Nullzinspolitik rauskommen. Hat auch die Enteignung der Sparer. Zinsen bekommt man nur, wenn man ein Guthaben hat. Wer nichts auf dem Konto hat, kriegt doch keine Zinsen dafür. Gott sei Dank haben ein paar Menschen doch was auf dem Konto. Und das wollen wir auch da lassen. Die wollen wir nicht enteignen. Also es gibt einen schönen Satz. Wenn der Jugend kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer im Alter noch einer ist, der hat keinen Verstand. Sind Sie schon im Alter? An diesem Satz, ich bin tatsächlich schon ein paar Jahre älter. Ja. Mhm. Und ich habe vor allem viel erlebt. Ich habe Lebenserfahrungen. Ich habe Lebenserfahrungen gesammelt, die Sie, Entschuldigung, ich habe Sie gerade sehr gelobt, aber jetzt mal andersrum vielleicht nicht so mitbekommen haben. Also Sie haben eine Arbeitervita, da bin ich schon stolz drauf, dass Sie 3 Jahre in einem Callcenter gearbeitet haben. Damit haben Sie mehr gearbeitet wie 90% der Mitglieder des Bundesvorstands der SPD. Also da können Sie wirklich stolz drauf sein. Aber eine richtige Arbeitervita ist schon noch was anderes. Ich weiß, ich habe noch nicht die Jury der Arbeiter-Vita-Vergeber getroffen, die entscheidet, wer das macht. Dann geht's mal auf die Straße und sprich mit Arbeitern, die erzählen Ihnen das. Ja, mache ich sehr regelmäßig. Wissen Sie, mit ein bisschen Blaumann-Rhetorik daherzukommen und wenn man irgendwo auftritt, zu sagen, Glück auf der Steiger kommt, macht noch keine Politik für Arbeiterinnen und Arbeiter. Wenn man in das Parteiprogramm Ihrer Partei zur Bundestagswahl oder zur Europawahl reinguckt, also Sie stellen sich hier hin und die Antwort auf Mietenwahnsinn, der gerade viele einfache Arbeiterinnen und Arbeiter betrifft, ist erstmal zu sagen, also Enteignungen unter gar keinen Umständen und kommt nicht in die Tüte. Ansonsten machen wir was mit den Nebenkosten und Zinsen für Leute, die gar keine Guthaben auf den Konten haben, sollen irgendwie erhöht werden. Das ist doch keine Politik für Arbeiter. Sie sprechen sich dagegen aus, dass es eine Vermögensbesteuerung gibt. Sie sind gegen Harmonisierung von Unternehmenssteuersätzen in Europa, was dazu helfen würde, dass Google und andere überhaupt mal Steuern zahlen, damit wir unser Gemeinwesen damit finanzieren können. Sie waren lange gegen den Mindestlohn und erst als es nun wirklich niemanden mehr in diesem Land gab, der noch irgendwas gegen den Mindestlohn hatte, sind Sie dann irgendwann darauf eingeschwenkt. Wo machen Sie denn Politik für Arbeiterinnen und Arbeiter? Sie sind das Feigenblatt mit Ihrer Biografie für eine Partei, die von neoliberalen Wirtschaftsprofessoren gegründet wurde und von denen heute auch angeführt wird. Dafür werden Sie instrumentalisiert und jetzt sitzen Sie im Europaparlament. Herr Reif. Darf ich direkt dazu? Ja, klar. Welches Angebot machen Sie denn und welches Angebot macht die SPD zurzeit denn einer gewissen Minderheit von Menschen? Eine Minderheit zum Beispiel, die männlich ist, mit ihren Händen arbeitet, Frauen mag, Fleisch isst und Diesel fahren. Es gibt eine kleine Minderheit in diesem Land, auf die treffen diese Punkte zu. Und Sie sprechen gerade von Leuten wie mir, von alten weißen Männern sprechen Sie gerade. Ganz dünnes Eis. Welches Angebot macht die SPD diesen Menschen? Gut, also ich glaube, Fleisch gibt es noch in allen Supermärkten, das kann jeder kaufen. Ja. Mit den Beziehungen müssen die Leute selber hinkriegen. Aber ganz schick ist das nicht mehr, wenn du Fleisch isst. Ja. Naja gut, ich esse auch noch Fleisch, bisher hat mich noch keiner verprügelt dafür. Die anderen Punkte sind ja die deutlich spannenderen. Was macht man diesen Leuten für Angebote? Ich kann Ihnen sagen, womit ich mich in meiner politischen Arbeit beschäftige. Die Jusos arbeiten seit mittlerweile 3 Jahren mit den Gewerkschaftsjugenden zusammen daran, zum Beispiel für junge Auszubildende die Bedingungen zu verbessern. Wir führen gerade ein, ist nächste Woche wahrscheinlich im Bundeskabinett, eine Mindestvergütung für Auszubildende, also der Mindestlohn für Auszubildende, damit nicht Leute im Bäckerhandwerk und anderswo für 300 € oder ähnliches im ersten Ausbildungsjahr schuften müssen. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr, Hubertus Heil, Manuela Schwesig und ich, an einem Sozialstaatskonzept für die SPD gearbeitet, damit wir nicht mehr in diesem Hartz-IV-Moloch drin hängen, sondern mal sagen, was ist denn heute eigentlich zeitgemäß? Und wann soll er umgesetzt werden? Wir sagen 12 € Mindestlohn beispielsweise. So habe ich von Ihnen nicht gehört. Damit Leute, die Millionen Menschen aus dem niedrigen Sektor rauskommen. Ganz kurz, sind Sie für einen Mindestlohn? Ja oder nein? Also erstmal,
ist eine ganz spannende Diskussion. Das Thema Löhne sollten eigentlich Gewerkschaften diskutieren. Und das Thema Mindestlohn ist eigentlich ein totales Versagen der Gewerkschaften. Wir erleben im Moment eine Situation, in der Politik sich Gedanken macht über Mindestlohn, was eigentlich Job der Gewerkschaften ist. Und der DGB führt eine Riesenkampagne für gerechte Rente. Da hat der DGB gar nichts mit zu tun. Das ist ein politisches Thema. Nee, aber natürlich hat der DGB was damit zu tun, immer Rente, ständig das um Themen, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Aber es war nicht die Antwort auf meine Frage. Ich würde nur gerne wissen, ob Sie eine Haltung dazu haben. Sind Sie für einen Mindestlohn als AfD? Ja oder nein? Eine ganz einfache Frage. Zum Mindestlohn, weil die Gewerkschaften, was heißt, die stehen zum Mindestlohn? Weil Gewerkschaften tatsächlich diesen Bereich versagt haben. Allerdings finde ich jetzt schon traurig, dass die SPD als einziges Zeichen, was sie wirklich erreicht hat in den letzten Jahren, einen Mindestlohn angibt, mit dem Familienvater nicht seine Familie ernähren kann. Also nochmal. Und sie sind man für eine Rente bekommt auf Mindestlohnniveau. Sie sind für einen Mindestlohn, Herr Reitz? Ja, natürlich. Wie hoch soll der sein? Also ich finde auch deutlich über den Satz, der jetzt ist. Heißt, sie also auch diese 12 die Euro sind völlig korrekt. Ist das jetzt Parteiposition oder also Ihre? Die AfD ist ein sehr bunter Haufen. Das merkt man. Das ist ein sehr bunter Haufen. Was heißt das? Dass sich Menschen gesammelt haben aus allen gesellschaftlichen Schichten, die einfach die Schnauze voll haben. Wir haben ganz viele ehemalige SPDler. Zwei Landesvorsitzende sind Ex-SPDler. Zwei Landesvorsitzende sind ehemalige Grünen. Also wir sind ein rundes Sammelbecken von Menschen, die einfach die Schnauze voll haben und die versuchen, neue Lösungen zu finden. Lösungen mit gesundem Menschenverstand. Aber ich habe jetzt noch keine Lösung gehört. Ich würde jetzt mal gerne, genau um diese Lösungen geht es mir. Also A, weil Sie das so drastisch auch formulieren, die Schnauze voll. Wovon haben Sie die Schnauze voll? Also die Otto-Normalverdiener, die Arbeiter, die müssen von den 12 Monatsgehältern, die sie erwirtschaften, 6,5 abgeben. Das ist schon mal was ziemlich Einmaliges. Also niemand wird so stark belastet wie der Mittelstand. Man bezahlt heute schon den Höchststeuersatz bei 55.000 Euro. Also Einkommenssteuer, ne? Einkommenssteuer, genau. Ja, Einkommenssteuer, ist richtig, bei 55.000 Euro. Ja, aber nicht also da sind wir ganz, ganz weit vorne in Europa, bei den Löhnen nicht so wirklich. Zweithöchste also Abgabenlast in Europa. Genau, ne? Bei den Löhnen Belgien. Überhaupt nicht. Seit Einführung des Euros haben sich die Reallöhne in Deutschland um 10% reduziert. Und da sind wir das einzige Land Europas. Also wir sind der Verlierer der EU-Politik. Aber das bewegt sich jetzt immer noch alles im Bereich der Problembeschreibung. Was ist denn die Antwort darauf? Also klar, ja, die Abgabenlast ist relativ hoch, aber was sind denn Abgaben am Ende? Abgaben sind zum Beispiel Rentenbeiträge. Nun sprechen Sie sich dagegen aus, dass Leute so niedrige Renten im Alter haben. Naja gut, dann sollte man aber natürlich auch was dafür tun. Das heißt, die müssen auch Zeit ihres Erwerbslebens Rentenbeiträge zahlen. Wir geben auch noch irrsinnig viel Steuern dazu. Ein Drittel der Renten ist über Steuern heute schon finanziert. Ja. Ihre Partei sagt übrigens, sie möchte in Zukunft noch stärker auf Betriebsrenten und private Altersvorsorge setzen. Das ist eine ganz tolle Idee für Arbeiterinnen und Arbeiter, weil die private Altersvorsorge, die zahlen die Arbeitnehmer ganz alleine. Da zahlt der Arbeitgeber nämlich keinen Anteil mehr dazu. Da werden die sich alle herzlich bei Ihnen bedanken, Ihre Arbeiterinnen Herr Kühler, und Arbeiter. Sie sind rhetorisch wirklich brillant. Ich bin völlig inhaltlich begeistert. Inhaltlich auch, das ist das Schöne. Worauf, innerlich, Herr Kupferwesen, ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den Inhalten. Also Sie versuchen mich jetzt zu nageln für Dinge, die die AfD nicht liefern kann. Also die AfD ist 6 Jahre alt und von der AfD erwarten Sie Lösungen. In wie vielen, seit 1998 war die SPD wie lange in der Regierungsverantwortung? Sie kritisieren diese Sache, die Ihre Partei selbst verursacht hat. Und Sie stellen jetzt Lösungen in den Raum. Ich kritisiere meine Partei ständig. Sie stellen Lösungen in den Raum, die jetzt erarbeitet wurden. Jetzt verabschiedet man sich auf einmal von Hartz IV. Jetzt, wo in das Wasser bis zum Hals steht, wo man vielleicht die Gefahr gesteht, bald nur noch einstellig zu sein, verabschiedet man sich jetzt von Hartz IV, macht tolle Pläne, malt wieder die Legende von der sozialen Gerechtigkeit auf, wird die SPD seit 150 Jahren macht. Es glaubt Ihnen kein Schwein mehr. Kommt zurecht. Es gibt die Linken und die Grünen, die eine glaubwürdige Politik machen. Der SPD, sorry, glaubt kein Schwein mehr irgendetwas. Ja, das kann man natürlich so sehen. Wissen Sie, ich bin nicht in die SPD eingetreten, weil ich das alles toll fand. Ich bin 2005 eingetreten, da wo die Geschichte anfängt, mit der Sie heute vorgestellt wurden, dass da eine Verärgerung anfängt. Und ist so, ne? Ist richtig wiedergegeben, Herr Reil. Oder? Ja, ja. Ich würde wirklich, also weil Sie gerade sagen, Sie werden hier genagelt, Sie werden überhaupt nichts, gar nichts werden Sie, sondern ich frage einfach nur, nein. Ich würde einfach nur gerne verstehen, was sozusagen passiert ist, dass man nach 26 Jahren sagt, ich will das nicht mehr. Sie haben es jetzt ein bisschen ausgeführt, ein bisschen angedeutet. 2005 war der eigentliche Bruch. Und da sind Sie ja nicht alleine. Als jemand, der das Gefühl hat, da ist uns damals was verrutscht, das ist ja interessanterweise eine Position, an der Sie beide sehr, sehr nahe beieinander sind. Das ist ja auch erstmal nur die Analyse. So, genau, ist die Analyse, genau. Deswegen sagte ich ja auch, Sie geben andere Antworten darauf. Also nochmal, hat er recht mit diesem Befund, wenn er das so beschreibt? Na, es ist ja offensichtlich, dass der Wähleranteil der SPD in den letzten 20 Jahren extrem gesunken ist, dass wir einen großen Anteil unserer Mitglieder verloren haben. Man muss schon sehr blind sein, um da nicht eine Verbindung herzustellen. So, es hat was damit zu tun gehabt, ich will überhaupt nichts entschuldigen, da bin ich weit von entfernt, dass wir einen Zeitgeist seit Mitte der 90er Jahre mindestens hatten, der gesagt hat,
der Staat ist zu fett, das muss alles mehr in die Hände von Privaten, jeder muss für sich selber wir weiter vorsorgen. Wir waren auch der kranke Mann Europas, so hat man uns immer genannt. Genau so. Also und wir sind dem, und da kann man jetzt quasi keine Partei ausnehmen, wir sind dem hinterhergelaufen. So, und das ist wie immer im Leben, auch bei Einzelpersonen, wir alle machen Fehler. Die Frage ist, ob man bereit ist, irgendwann anzuerkennen, dass man Fehler gemacht hat und zu sagen, ich bin bereit, den zu korrigieren. Wir haben vorhin über Wohnungspolitik gesprochen. Das, was wir in Berlin jetzt im Moment gerade diskutieren, natürlich, das hat was damit zu tun, dass wir auch einen großen Anteil öffentlicher Wohnungsbestände verkauft haben, durch eine Schuldenbremse, die wir uns selber auferlegt haben. Aber wir diskutieren jetzt darüber, wie wir die zurückholen können. Ganz kurz, Herr Kühnert, das ist ein guter Punkt, den Sie da gerade machen, den kann man Ihnen auch nicht ersparen. 2004 verkauft Berlin 65.000 Wohnungen für 405 Millionen Euro. Heutiger Buchwert mindestens 7 Milliarden. Ja. 7 Milliarden. So, jetzt müssen wir reden über das Rezept, wenn Sie sagen, was sind die Lösungen dafür? Wenn Sie sagen Enteignung, das ist ein Wort, das im Moment irgendwie gerade eine ganz erstaunliche Karriere wieder macht. Was bedeutet Enteignung? Ist das wirklich Enteignung oder ist das in Wahrheit ein populistisches oder ein populäres Schlagwort, mit dem man versucht, so ein bisschen zu ködern und ein bisschen zu angeln? Oder meint es in Wahrheit Rückkauf? Also anders gefragt, wenn Berlin diese Wohnungen damals für 400 Millionen verkauft, enteignet, legen wir 7 Milliarden auf den Tisch. Ist das gemeint? Die Debatte verstehe ich ein bisschen als das Zeigen des Waffenarsenals im Moment. Also das ist ja quasi, wir erinnern uns ja öffentlich gerade daran, was wir in unserem Grundgesetz überhaupt drinstehen haben. Hier kommen ja nicht Leute und stellen eine Forderung, schreibt mal Enteignung ins Grundgesetz rein, sondern die Möglichkeit dazu ist gegeben, dass sie in diesem konkreten Fall selten bis gar nicht genutzt wurde, steht auf dem anderen Blatt. Woanders kennen wir sowas durchaus. Bauern, denen Teil von ihrem Feld weggenommen wird, damit eine Autobahn gebaut werden kann und so weiter. Also es ist jetzt alles nicht sonderlich Neues. In Berlin haben wir richtig Druck. Nicht sonderlich Neues, nicht. Also ich meine, das stellt alles, woran wir letzten Endes glauben und wofür Leute auch morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ein bisschen auch auf den Kopf. Ne? Naja, ich glaube also zum Beispiel auch daran, dass Menschen Recht auf eine bezahlbare Wohnung in der Gesellschaft haben und das ist eine Situation, die für viele Menschen kaum noch gewährleistet ist. 50% steigende Mieten in den letzten 10 Jahren in Berlin und was wir merken ist, wir haben uns 100.000 Instrumentarien ausgedacht, das alles bremst das ein bisschen, aber es stoppt das nicht. Ob es die Mietpreisbremse ist, ob es kommunaler Ankauf ist, ob es Zweckentfremdungsverbot ist, alles tolle Sachen, aber es hilft am Ende noch nicht. Und jetzt kommt das Problem mit der Enteignung. Ich glaube, das ist ein Druckmittel, wenn man das jetzt gut macht, um auf Deutsche Wohnen und Co. und Vonovia, diese Leute, die da richtig hohe Renditen rausziehen, indem sie mit dem Dach über dem Kopf von Millionen Menschen ihr Geld verdienen, um die so unter Druck zu setzen, dass sie am Ende das freiwillig abgeben. Die geben ja im Moment schon die Signale, dass sie gerne verkaufen würden. Aber selbst wenn das alles passiert, das löst in Berlin immer noch nicht unser Problem. Weil Berlin ist eine Stadt mit einem Nettozuzug im Jahr von 30.000 bis 40.000 Menschen. Und wenn wir nur die Wohnungen, die schon da sind, untereinander umverteilen, dann ist für die, die zu uns kommen, immer noch kein neuer Wohnraum geschaffen. Und deswegen ist es auch ein bisschen unehrlich von den Parteien, die jetzt mit ganz großer wehender Fahne auf den Enteignungszug aufspringen, aber sich in den letzten Jahren auffällig häufig beim Tempelhofer Feld und anderswo dagegen gewehrt haben, dass auch nur ein bisschen Wohnbebauung gemacht wird. Man kann nicht in einer großen Metropole leben und das Leben dort genießen und sich freuen, dass dort auch so ein buntes Leben stattfindet, ohne dass man auch den Raum schafft für die Menschen, die dazu kommen. Also Sie sind für Bebauung von Tempelhof beispielsweise. Dafür haben wir uns damals eingesetzt. Das ist der Bezirk, in dem ich selber wohne. Mhm. Ja, mir ist bewusst, dass das ein emotionales Thema ist, aber es ging um ein paar Teile am Rand. Und letztlich müssen wir uns auch immer klar machen, es ist auch ein bisschen eine arrogante Diskussion, wenn diejenigen, die schon da sind und ihren Wohnraum haben, darüber entscheiden, ob die dazukommen, häufig genug gezwungenermaßen, weil sie nur noch einen Job in der Stadt bekommen, ob die kommen dürfen oder nicht. Ist es nicht auch eine wahnsinnig scheinheilige Debatte teilweise? Also wenn du selber, um dich zu sanieren, und daraus speist sich doch auch mit Sicherheit ein Teil des Protestes, den wir dort in der AfD manifestiert sehen, wenn diejenigen, die vorher zu Zehntausenden, um den Haushalt zu sanieren, Wohnungen verkaufen, sich jetzt darüber beklagen, dass andere mit diesen Wohnungen Geld gemacht haben und damals aber das Geld gerne genommen haben, heißt, den Fehler selber gemacht haben. Ja, diese Wohnungen sind ja nicht mit Spaß verkauft worden. Ich erinnere mich noch an ein paar 3 Tage, wo man darüber gestritten hat. Das Problem, und deswegen ist es immer wichtig, in der Politik Analyse zu machen, Problem fängt einen Schritt weiter vorne an. Es fängt eben mit dieser Ideologie an, dass Staatsschulden oder Staatsverschuldung pauschal und immer etwas Übles ist. Das ist die Ideologie, aus der die Schuldenbremse und die schwarze Null entstanden ist. Ich glaube, Politik muss an einer anderen Stelle ansetzen. Wir müssen als Gesellschaft definieren, was es alles unbedingt
zu einem gelingenden gemeinsamen Leben mit gleichwertigen Lebensverhältnissen auf dem Land und in der Stadt braucht. Eine ärztliche Versorgung, ein Dach über dem Kopf für alle, was bezahlbar ist, eine ordentliche Schulbildung, eine Umwelt, in der es sich lohnt zu leben und so weiter und so fort. Und dann machen wir am Ende einen Strich drunter und gucken, was uns das kostet. Und dann kann man Steuer- und Abgabendiskussionen führen, um zu sehen, ob das in Einklang zu bringen ist. Aber eine Schuldenbremse ist, das hat man damals gesehen, nichts anderes als zu sagen, wir können uns nur einen Teil unserer öffentlichen Aufgaben leisten. Den Rest, da müssen wir jetzt was verscherbeln. Und die Leidtragenden, das sind diejenigen, die eben von einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in die Hände von Miethaien übergeben wurden. Und das darf nie wieder passieren, weil es das Sozialstaatsversprechen in Deutschland, was auch im Grundgesetz in Artikel 20 verankert ist, weil es das in Frage stellt und das hier für letztlich Raubtierkapitalismus freigibt. Aber mir geht immer noch Ihr Satz hinterher, das ist so ein bisschen das Zeigen des Waffenarsenals. Ja. Das ist ein Satz, der wird mir lange nachhallen. Das ist das Zeigen des Waffenarsenals. Das ist nämlich das Gefühl, das man auch so von außen hat. Auch da wird wieder Politik gemacht. Teilen Sie diese Analyse, diesen Befund, Herr Reil? Also die Flächen sind tatsächlich ein Riesenproblem. Und tatsächlich haben wir gerade in Essen auch wieder die Diskussion geführt. Sie kommen aus Essen, ja? Ich komme aus Essen, bin Kommunalpolitiker in Essen, im Rat. Und auch dort haben wir überlegt, wo sind denn Flächen für wirklich Neubauten, für sozialen Wohnungsbau? Und die Flächen, die frei sind, sind im Essener Süden. Aber wir haben die Bürger gefragt. Und dabei herauskam, dass die Bürger, die im Essener Süden wohnen, glauben, dass die Flächen, die frei sind, im Essener Norden sind. Also die Reichen, also Essen ist eine geteilte Stadt. Da gibt es im Essener Süden, da wohnen die Reichen und die Schönen. Und da gibt es im Essener Norden, da wohne ich. Uns geht es da nicht so gut. Sie, also bitte, so schlecht sehen Sie nicht aus. Machen Sie sich jetzt nicht schlechter, als Sie sehen. Uns geht es da nicht so gut, aber das ist interessant, dass die, die in den Stadtteilen leben, die behütet sind, die glauben, dass im Essener Norden viel flächenfrei sind. Und bei denen auf keinen Fall. Bei denen darf nicht gebaut werden. Vor allem kein sozialer Wohnungsbau. Herr Reil, darf sozialer ich mal was? Wohnungsbau darf da auf keinen Fall stattfinden. Da sind die sich alle einig. Herr Reil, ich fand den Gag fand ich lustig, aber trotzdem noch mal die Nachfrage. Woher diese Opferrolle? Da wohnen die Reichen und Schönen und da am anderen Ende wohne ich. Überhaupt keine Opferrolle. Doch. Diese Märtyrerrolle. Nein, überhaupt nicht. Dieses Gefühl, anderen geht's besser. Kommt daraus auch dieses Ding, anderen die Schuld zu geben? Es geht sozusagen, nur darum, dass Dinge Menschen in Sünden unterschiedlichen Realitäten leben. Sie, glaube ich, mit Ihrer internationalen Aufstellung leben in einer völlig anderen Welt, wie Sie leben. Und ich lebe auch in meiner Welt. Das ist einfach, jeder hat seine eigene Realität. Mhm. Jeder sieht das, was da mit dem Lebensraum. Ja, wir leben alle in unseren Blasen, ist richtig. Wir leben alle in unseren Blasen. Mhm. Und Sie können Ihre Geschichten erzählen, Sie können Ihre Geschichten erzählen. Wenn ich meine Geschichten erzähle, bin ich Nazi. Und das finde ich komisch. Ich will einfach nur offen drüber reden. Hat niemand gesagt. Oh, nicht? Das ist das erste Mal, dass das Wort Nazi hier gefallen ist. Das haben Sie jetzt gemacht. Also am Sonntag in Köln-Kalk habe ich da was anderes gehört. Und ich war Sonntag nicht in Köln-Kalk. Ja, hier ist Hamburg und wir sind weit davon entfernt, Sie in die Nazi-Ecke zu stellen. Ich tue mich damit schwer. Ich würde gerne, ich gehöre nicht zu den Leuten. Ich habe ein Problem mit dem offenen Dialog in dieser Gesellschaft. Man kann, ohne aggressiv zu werden und ohne Hass zu haben, anscheinend überhaupt keine Diskussion mehr führen. Aber das sehen Sie doch, dass wir das die ganze Zeit können. Ich würde auch gerne einfach noch mal beim Thema bleiben, weil das ist ja tatsächlich ein spannendes. Sie haben ja das große Privileg, da Kommunalpolitiker in Essen zu sein. Ich mache selber bei mir zu Hause Kommunalpolitik. Das ist auch eine Ebene, die Sie beide verbindet. Ja, das ist auch Sinn. Da kommt ja auch politisches Engagement her. Haben Sie denn einen Antrag mal im Rat in Essen eingebracht für sozialen Wohnungsbau im Essener Süden? Das wäre jetzt die logische Konsequenz aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Findet man den irgendwo online? Also ich bin Einzelvertreter. Einzelvertreter können keine Anträge stellen. Okay. Das wissen Sie vielleicht auch. Ja, und aber die grundsätzliche Forderung ist seit Jahren auf dem Tisch. Sie sind ja auf Liste der SPD damals reingewählt worden. Haben Sie sich da dafür eingesetzt? Die SPD hat sich damals nicht so besonders dafür interessiert. Aber Sie hatten ja die Möglichkeit. Das kam dann erst später, als man auf einmal Wohnungen brauchte. Weil vorher hatten wir viel zu viele Wohnungen in Essen. Wir haben eher über Rückbau nachgedacht. Nur seit der Flüchtlingskrise, und dann kam ja genau der Punkt, den ich bemängelt habe, haben wir keine freien Wohnungen mehr. Seitdem müssen wir auf einmal Wohnungen bauen. Also Essen war eine Stadt, die komplett im Rückbau begriffen war. Seit dem 70er sind wir ständig weniger geworden. Von über 700.000 Einwohner runtergefahren auf knapp 550. Und seit der Flüchtlingskrise wachsen wir ständig. Und auf einmal gibt es auch keine leeren Wohnungen mehr. Und auf einmal brauchen wir 3.000 Kindergartenplätze. Also ganz viele Entwicklungen, die ich vor 3 Jahren beschrieben habe, sind alle eins zu eins passiert. Was ist denn, Herr Reil, weil Sie das gerade beschreiben? Ich habe gerade eine interessante Projektion studiert, gelesen, bezogen auf das Jahr 2035. Wir haben jetzt ja heute schon im Osten beispielsweise Deutschlands das Problem, dass jede dritte Ausbildungsstelle bleibt frei, weil es niemanden gibt, der sich dafür bewirbt. Und diese Situation wird sich weiter zuspitzen. Die Babyboomer fangen jetzt an, langsam in Rente zu gehen. Das heißt, wir schrumpfen immer weiter. Wir werden weniger. Was ist denn die Antwort der AfD darauf? Ist die Antwort darauf, sich abzukapseln? Was ist die Idee? Wie machen wir das? Wie lösen wir dieses Thema? Also ich habe den Wohlstand in Deutschland dauerhaft zu erhalten. Ich habe eine interessante Idee, sogar eine europäische Idee. Sagen Sie? Also durch
Die Europolitik haben wir in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. In Griechenland erleben wir, dass wir das fast eine ganze Generation von Menschen verloren haben. Wir reden über 30-40% Jugendarbeitslosigkeit. Ja, und richtig. Ich würde diese Menschen gerne anwerben. Aber wissen wir Sie, brauchen dass dringend aber Fachkräfte. Wissen Sie, dass ein großer Teil von denen ist ja schon hier? Wo? In Deutschland. Ach, oh, das ist ja ein Ding. EU-Binnenmigration. Also, ja, Sie kommen nicht, das ist interessant. Also warum werden gezielt nicht diese Menschen angeworben, um die Probleme, die es tatsächlich gibt, das mit dem Facharbeitermangel? Die müssen wir nicht anwerben, die kommen auch so. Und wenn Sie nach Osteuropa schauen, Rumänien, Bulgarien beispielsweise, da gibt es heute schon große Landstriche, die entvölkert sind. Genau, weil aber die jungen sind. Leute weil in die Deutschland sind. Ja, ja genau. Genau. Ist das ein Problem für Sie? Rumänien und Bulgarien tatsächlich. Also da halte ich es nämlich Sie unterscheiden zwischen Rumänien, Bulgarien und Griechen auf der anderen Seite. Ja, tatsächlich. Tue ich. Genau wie der Oberbürgermeister von Duisburg, der Sören Link, SPD-Oberbürgermeister, der auch meint, man müsste die Freizügigkeit eindämmen, weil in den Ruhrgebiets Großstädten hat gerade die Freizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien zu massiven Problemen geführt. In Duisburg, in Essen, in Dortmund. Aber nochmal, Wir haben Lohndumping, wir erleben Notdumping, wir erleben exzessive Steigerung von Kriminalität. Aber wer, also nochmal ganz kurz, ein bisschen Ursache und Wirkung auch mal sortieren an dieser Stelle. Haben das jetzt Rumänen und Bulgaren mitgebracht oder ist das das Ergebnis eines Arbeitsmarktes, auf dem es Lohndumping gibt, wo Paketzusteller mit Subunternehmen beispielsweise arbeiten, wo Leute für viel Geld mit 8 Matratzen in der Wohnung sind? Interessant ist, dass der Mindestlohn da nicht funktioniert hat. Daran sehen Sie, dass Mindestlohn nicht funktioniert. Der wird nämlich massiv unterlaufen. Gerade bei dem Paketzusteller, da liegen wir mittlerweile bei 4,50 €. Deswegen stellen wir gerade 2500 zusätzliche Leute beim Zoll ein, um diese Kontrollen organisieren zu können und versuchen, diese Subunternehmerketten abzuschaffen. Das sind ja Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Aber sie sind eben nicht mitgebracht worden von Rumänen und Bulgaren. Und das ist ja der ganze Kern, weshalb ich glaube, dass Ihre Partei fundamental falsch auf soziale Verwerfung reagiert. Die politische Linke, die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften haben in ihrer ganzen Geschichte immer Ungleichheit in der Gesellschaft als einen Konflikt zwischen oben und unten, als einen Konflikt zwischen denen, die haben und denen, die nicht haben, verstanden. Und Sie organisieren diesen Konflikt als einen von außen und von innen und verkennen dabei, dass eben nicht geflüchtete Menschen Armut, prekäre Beschäftigung, niedrige Löhne nach Deutschland gebracht haben oder dass Kommunen sterben, sondern dass das ja vorher schon da war und diese Menschen jetzt in besonderer Weise darauf hinweisen, wo unsere Probleme sind. Sie haben gar keine Lust, den Verursacher zu benennen oder sich um die Problemlösung zu kümmern. Sie suchen nur ein billiges Bauernopfer, auf deren Rücken Sie dann ins nächste Parlament einreiten können. Das ist die Politik, die Sie machen. Nochmal, Herr Rahl, ich würde es gerne verstehen. Wenn Sie sagen, also wir haben das eben analysiert und das sage nicht ich, sondern das sagen Soziologen, das sagen Leute, die sich mit diesen Dingen wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Die sagen, wir werden die Tatsache, dass wir weniger werden, die Tatsache, dass wir eine stark alternde Gesellschaft sind, das werden wir nicht durch europäische Binnenmigration lösen. Das werden wir nicht lösen, indem wir junge Italiener, Griechen, Bulgaren, Rumänien wollen sie nicht, aber alle anderen hierher holen. Das werden wir damit nicht lösen. Wenn wir diesen deutschen Wohlstand und auch die sehr alte Gesellschaft, die wir dann sein werden, wenn wir die in ihrem Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir Menschen. Wo kommen diese Menschen her? Also ob wir wirklich brauchen, das sehen wir ein bisschen anders. Wir haben das Beispiel Japan. Warum ignorieren Sie das? Weil wenn Japan ich Ihnen sage, auch eine Gesellschaft ist, die schrumpft, die überaltert ist und Japan funktioniert wunderbar. Nein, das stimmt Japan nicht. Hat viele von den Problemen, die wir Herr haben. Nein. Nein, ich muss Ihnen wirklich widersprechen. Ich bin öfter in Japan unterwegs. Meine Frau ist halb Japanerin. Japan hat jetzt, ja, Sie haben recht, Japan ist eine völlig isolierte, isolationistische Gesellschaft. Immer gewesen. Mit einem extrem elitären Bewusstsein. Die aber jetzt das erste Mal in ihrer Geschichte etwas machen, was sie noch nie gemacht haben. Sie öffnen sich. Sie nennen es anders. Aber sie versuchen jetzt plötzlich Leute zu kriegen, weil sie dasselbe Thema haben. Deswegen nochmal an Sie die Frage, wie lösen wir dieses Problem? Also wir glauben nicht, dass wir ein Problem haben. Sie ignorieren es einfach. Nein. Sie beschreiben doch selber in Ihrem Programm, dass wir ein Problem haben. Wenn es um die Rente geht, weisen Sie in Ihrem Programm darauf hin, dass wir ein Demografieproblem haben. Ja. Das ist offensichtlich, das stimmt auch. Wenig das Junge, ist das Problem, die arbeiten, das Sie gerade beschreiben. Viele Alte, die Leistungen bekommen. Ja. So, und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben was gegen niedrige Renten, gegen Sozialhilferenten im Alter. Sie wollen aber auch nicht, dass die Abgabenlast, haben Sie vorhin gesagt, so weit steigt, dass die Beiträge steigen. Oder dass wir das mit Steuerfinanzierung machen. Das sind ja auch nichts anderes als Abgaben. Dann kann doch die logische Konsequenz sein, da Sie keine schon fertig ausgebildeten 18-jährigen Kinder zeugen können, dann kann auch die Konsequenz nur sein, dass man den Mangel an Arbeitskräften mit anderen ausgleicht, die zu uns kommen und die dann hier arbeiten und auch Beiträge zahlen. Wir wissen heute, dass wir im Moment jedes Jahr einen Nettozuzug von 300.000 Menschen in unseren Arbeitsmarkt bräuchten, um überhaupt nur das Niveau unserer Beschäftigung halten zu können. Der steigt weiter auf bis 430.000, 450.000, also Saldo. Wir brauchen fast eine 500.000 Menschen jedes Jahr, um einfach nur das auszugleichen, was uns sozusagen wegfällt. Bis zum
aber auch noch die Diskussion über Digitalisierung 4.0. Die sagen dann wieder ganz was anderes, dass wir bald ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr brauchen. Also, das sind alles so Zukunftstheorien, das sind alles nur Modellrechnungen. Aber ist das nicht Aufgabe von Politik, sich genau mit solchen Dingen zu beschäftigen? Herr Reil, Sie, Zukunft ist das Thema. Sie bewerben sich jetzt für einen Job im EU-Parlament. Sie wollen EU-Parlamentarier werden. Werden nicht dort genau solche zukunftsweisenden Entscheidungen getroffen oder wofür wollen Sie dahin? Ich will dahin, um in erster Linie mal dafür mehr Transparenz zu sorgen. Also wir halten dieses ganze Parlament, diese ganze Bürokratie für einen riesen Moloch. Für einfach einen riesen Moloch. Ein Moloch? Ein Moloch. Was ist das EU-Parlament für Sie? Also ich war letzte Woche da. Ich habe mir Brüssel mal angeguckt. Und ich glaube, die Stadt Brüssel ist sehr bezeichnend dafür, wie diese Europäische Union funktioniert. Also da ist ständig Stau. Selbst um 24 Uhr sind dann auch die Straßen voll. Ja. Nee, es herrscht Wilkswut. Die Stadt ist total vollgepackt. Also für diese Menschen war diese Stadt nie ausgelegt. Nee, da herrscht totales Chaos. Und das hat ein bisschen was mit der EU zu tun. Aber und ich habe mich abends in wichtigen Städten, mit Mitarbeitern der Kommission zu unterhalten. Das sind die da richtig Kohle verdienen. Da habe ich einen der EU-Beamten kennengelernt, der mehr verdient wie unsere Bundeskanzlerin. Hat er auch ganz klar gesagt. Der hat gesagt, auch vollkommen zu Recht, weil wir richten weniger Schaden an wie die Kanzlerin. Ne? War eine ganz spannende Diskussion. Und diese Leute... Ein Spaßvogel, den Sie da getroffen haben. Ja. Ein ehemaliger FDP-Mann. Ja, ah, okay. Der war lustig drauf. Auch in der FDP gibt es Humor. Und der sagt tatsächlich, diese ganze EU... Das ist die teuerste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Weltgeschichte. Ernsthaft? Ja, dann sagt finden Sie das auch? Ja, das finde ich auch. Also warum, wenn man hört, wollen Sie sich dann da reinwählen lassen? Um für mehr Transparenz zu sorgen. Um wirklich mal deutlich zu machen, was da für ein Irrsinn abläuft. Sie wollen dort nur entlarven, dass die AA nicht arbeiten, dass die zu viel dass Geld kriegen? Dass die zum Beispiel nicht arbeiten. Also das ist ja interessant. Dann weiß man alles gar nicht so ganz genau. Also Sie haben halt gestern so ein bisschen angesprochen, was machen die da eigentlich, die Parlamentarier? Sie haben gestern so spottisch gesagt, die lassen sich da nur reinwählen. Und dann kriegen die da in fünf Jahren. Er hat von Teilzeit-Europäern gesprochen. Genau, die kriegen von der JUKIP-Partei, den Nationalisten. Innerhalb von fünf Jahren kriegen die 1,2 Millionen Euro an Diäten. 1,2 Millionen Euro. Und was müssen sie dafür tun? Also die Arbeitswoche für so einen Europaparlamentarier beginnt tatsächlich montags, wie bei uns auch. Bei Ihnen vielleicht nicht, aber bei uns, um 18 Uhr. Dann geht der Job da los und ist Donnerstag um 12 Uhr vorbei. Freitags ist immer frei. Und von den vier Wochen im Monat ist eine Woche auch immer frei. Also das ist ein Arbeitspensum für so Europa. Darauf, Herr Reil? Das ist wirklich. Ich hab den Terminplan. Ja, ich hab den schon. Ja, wenn man so seinen Job als Parlamentarier auslegt, dass man sich nur auf den Sitzungskalender bezieht, dann ist das am Ende. Auch die Ausschüsse drauf. Ich weiß ja nicht, was die AfD-Abgeordneten in den Parlamenten machen. Ich habe so eine Ahnung. Aber ich weiß, was unsere Abgeordneten machen. Bürgersprechstunden in ihren Wahlkreisen abhalten, sich mit Gott und der Welt treffen, Hintergrundgespräche führen, an Anträgen arbeiten, an Gesetzentwürfen arbeiten, Landesgruppen treffen, Delegationsreisen. Und deswegen kennt die Abgeordneten der SPD auch kein Schwein, weil die alle so einen tollen Job machen. Nicht durcheinander, die kennt deshalb kein Schwein, weil dieses Parlament, was für sie ein Moloch und zu groß ist, eigentlich sogar noch zu bürgerfern ist. In Deutschland wird am 26. Mai wieder 99 Abgeordnete ins Europäische Parlament entsenden. Wir sind 83 Millionen Menschen hier. Das heißt, über den Daumen gepeilt vertritt jeder Abgeordnete fast eine Million Menschen. Wie wollen Sie denn bei einer Million Menschen Bürgernähe herstellen? Werden Sie das als Europaabgeordneter machen, wenn Sie denen jede Woche die Hand schütteln, dann verstehe ich, warum Sie sich nicht im Parlament sehen lassen. Man kann für Transparenz sorgen, indem man Dinge erklärt, indem man Videos dreht. Aber was gibt's denn? Also der Kollege Sonneborn zum Beispiel von der Satirepartei Die Piraten, der hat das ganz spannend gemacht. Also da kann ein Parlamentarier, kann ganz viele bereichern. Und da braucht es ja Sie nicht mehr, wenn der schon da ist. Heißt das, Herr Reil, Entschuldigung, das können Sie mir glauben. Herr Reil, heißt das, dass die AfD auch eine Satirepartei ist? Oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, das drehen Sie mir jetzt bewusst schräg rum. Ja, wenn Sie damit kommen. Ich finde, Sie machen sich's ein bisschen einfach, ehrlich gesagt. Wenn man sich das mal anschaut, ich habe mir das angesehen, Sitzungswochen zum Beispiel in der EU, 40 Wochen im Jahr, das ist doppelt so viel wie im Deutschen Bundestag. Und ich würde nie dazu hingehen und sagen, im Deutschen Bundestag wird nicht gearbeitet. Ganz im Gegenteil. Die meiste Arbeit eines Parlamentariers findet statt, wenn wir nicht. Sie haben gerade gesagt, 40 Wochen sind doppelt so viel wie Bundestag? Ja. Wir haben nur 52 Wochen. Da verstehe ich es nicht. Nein, die einen machen 20 und die anderen machen 40. Ach so, gut. Das will ich damit sagen. Gut. Aber das ist ja für Sie wahrscheinlich sowieso nur für einen Teil der Wahlperiode relevant, weil Sie ja den großartigen Spagat mit der AfD schaffen, dass Sie in Ihr Wahlprogramm reingeschrieben haben, Sie streben entweder die Abschaffung des Europäischen Parlaments, was Sie für undemokratisch halten, genau. Oder den Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union an. Das heißt, Sie gehören tatsächlich zu den Leuten, die sich um einen Sitz in einem Parlament bewerben, was Sie am liebsten morgen abschaffen wird. Das sollten eben auch alle Leute wissen, die ihr Kreuz am 26. Mai machen. Das ist mit Ansage Arbeitsverweigerung, die da stattfinden wird. Das also. Herr Reil, wissen Sie was? Ich finde... Also für undemokratisch halten wir zum Beispiel, weil wir viel von dem Grundsatz halten, one way, one vote. Sie haben gerade selber gesagt,
fast 1 Million Menschen in Deutschland vertreten werden von einem Abgeordneten vertreten. Gesagt, ja. 860.000 circa. Ja. Bei Malta ist der Schnitt 1 zu 10. Also es ist ein völlig anderes. Also da passt die Relation schon überhaupt nicht mehr. Das hat was mit Minderheitenschutz zu tun, der uns in der EU wichtig ist, weil das ansonsten bedeuten würde, auf Malta leben, glaube ich, gut 300.000 Menschen, dass wir ein mehr hundertfaches, also damit Malta nur einen Abgeordneten hätte, müssten wir 500 haben. Aber wissen Sie was, Herr Reil, ganz grundsätzlich, wissen Sie, was mich daran stört? Mich stört daran, dieses EU-Parlament, jetzt geht es ja auch um was bei der EU-Wahl oder bei der Europawahl, die ja jetzt kommt, das immer so verächtlich zu machen. Warum unterschlagen Sie solche Fakten? Warum sagen Sie nicht, dass die Beispiele jetzt? Die haben 40 Sitzungswochen. Ja. Das ist doppelt so viel. Habe ich Ihnen gerade gesagt, die fangen montags an um 18 Uhr und donnerstags ist um 12 Uhr Schluss. Die haben ja, das ist so. Die haben da ist aber noch keine Fraktionssitzung mehr drin. Die sind keine Arbeitskreise. Sie hauen auch so eine Zahl einfach in den Raum und sagen, die verdienen in 5 Jahren 1,2 Millionen. Ich habe mir das mal angesehen. Das ist die eigentlichen Diäten sind ungefähr 585.000. Genau. Der Rest sind Aufwandspauschalen und die so weiter. Die nicht belegt werden, müssen 4.500 Euro und 320 Euro Sitzungsgeld am Tag. Trotzdem, Sie kommen auf 585.000. Das ist das, was Sie, wenn Sie demnächst da reingewählt werden, bekommen. Das müssen Sie auch versteuern und das ist das, was Sie über 5 Jahre kriegen. Genau. Das aber ist doch eine völlig andere Ansage, als zu sagen 1,2 Millionen. Genau. Es tut mir leid. Und dann ist doch steuerfrei der restliche Betrag. Ihr Betrag ist die Diät. Die Pauschale kommt doch aber. Und jetzt haben wir noch gar nicht, Herr Reil, jetzt haben wir noch gar nicht über Inhalte gesprochen. Sie sagen, das ist ein Moloch, da stehen wir alle im Stau. Das EU-Parlament war es beispielsweise, das dafür gesorgt hat, dass jemand wie Amazon und Google und auch Apple, dass die Steuern gezahlt haben, jetzt endlich mal. Ja, das war die Wettbewerbskommissarin, die zuständige. Ja, lassen Sie das nicht weg, das ist nicht unwichtig. Apple hat wahnsinnige Milliardenstrafbeträge an die EU zahlen müssen, weil Länder wie Irland durchgesetzt haben. Eine Politik fahren, bei der überhaupt keine Unternehmenssteuern dort bezahlt werden. Die wollten nicht mal diese Strafgelder haben. Weil diese Regelungen viel zu locker sind. Ja, aber hätte man das von vornherein intensiver geregelt? Jetzt, ich bitte Sie, deswegen habe ich Sie doch vorhin darauf angesprochen. Ja. Im Europawahlprogramm Ihrer Partei steht, dass Sie sich gegen die Harmonisierung von Unternehmenssteuern einsetzen. Harmonisierung heißt nicht alle gleicher Steuersatz, sondern Angleichung, dass man sich abspricht. Im Moment haben wir Steueroasen mitten unter uns in Europa. Wir haben das in den letzten Jahren mitgekriegt. Und Sie sagen ganz klar in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie dagegen nichts tun wollen. Das ist doch absurd. So, mit so vielen Widersprüchen innerhalb von 3 Minuten kann man doch nicht auftreten. Wie sind Sie denn vorbereitet Sie auf Ihren Job, den Sie da machen? Sie sind da seit 40 Jahren. Also Sie sitzen da seit 40 Jahren. Ich sitze da überhaupt nicht. Die SPD sitzt da seit 40 Jahren. Und hat all diese Probleme, über die wir gerade geredet haben, mit verursacht. Genau wie die CDU, seit 40 Jahren. Und jetzt kommen solche Detailfragen. Das ist doch keine Detailfrage. Wenn es um eine junge Partei geht, wenn es um Kandidaten gibt von der AfD, die alle da noch nicht waren, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen, da kommen Sie mit solchen Detailfragen. Also ich finde das nur noch lächerlich und fies. Herr Reil, tut mir leid, aber das sind wirklich keine Detailfragen. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Wie finden Sie Jean-Claude Juncker? Frage. Wenn er nüchtern ist? Hallo. Was ist das jetzt? Warum machen Sie das jetzt? Weil der Mann schon sehr peinlich ist, das muss man einfach sagen. Und uns fällt Ihnen etwas Gutes ein, was Jean-Claude Juncker in den letzten Monaten gemacht hat? Ach, nicht so wirklich. Mir fällt was ein. Ja. Und zwar was echt Relevantes. Wird nie drüber gesprochen. Aha. Es war Jean-Claude Juncker, der nach Amerika gefahren ist und Donald Trump davon überzeugt hat, keine Strafzölle zu erheben auf Autos. Ist das auch eine Detailfrage oder geht es da um hunderttausende Jobs auch in Deutschland? Das war Jean-Claude Juncker allein, ganz allein. Wie finden Sie das? Waren Sie dabei? Also, das ist... Ich war nicht dabei, aber ich habe darüber gelesen und ich weiß, dass man solche Geschichten öfter erzählen sollte. Wir machen das so, Herr Reil. Wenn Sie reingewählt werden, was ich Ihnen sehr wünsche, dass das funktioniert, dann werden Sie irgendwann durch die Niederungen der Ebene wahrscheinlich gehen und merken, dass das richtig harte Arbeit ist. Genau, und da sind Sie drauf, weil ich da genau das Genau, kann. Und das Sie sind genau dann harte Arbeiter. Und dann sehen wir uns wieder und erzählen Sie hier ganz transparent, was im EU-Parlament alles läuft. Das ist ein Angebot. Da können Sie sich drauf freuen. Okay, da kommen wir. Dann können Sie dich gut. Okay, dann machen wir das so. Ja. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Wow. Politik ist nicht nur Parolen, ne? Das ist noch ein bisschen mehr. Populismus. Ja, weil, und aber, wer hier gerade den Populismus macht, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Okay, egal. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen.